smile on her face. Among the forest I know there were no disclosed, there were still many other ways. Dann, was ich sagen möchte, ist, dass hier eine Art Willkommenszeichen ist für die Kinder oder Erwachsene auch und Jugendlichen. Und erstmal kommen sie an und wissen sie nicht genau, wo sie sind und haben auch eine schwere Erfahrung hinter sich. Und dann sind verschiedene Situationen, die total neu sind rundherum. Und dass sie hier ein demokratisches Denken ausleben können, ist toll, weil jeder kann malen, was er will. Jeder und jede. Also es gibt keine Regel. Sie können nur Farbe malen, sie können wie Odai wochenlang auf einer Laterne, das er selbst entwickelt hat, als ein Haus zum Beispiel, was wir nicht konzipiert haben, das kam von ihm, sogar die Struktur. Rudolf Steiner hat einen Satz, den ich sehr interessant finde. Pass auf, mit was du denkst, weil das kann leicht in Erfüllung kommen. Und zeitgenössische Philosophen oder auch Einstein, Vorstellungskraft ist wichtiger als Wissen. Also Fantasie, ich kann die Welt fantasieren, die Welt, wo ich leben möchte. Und das ist jeden Tag und das ist jede Minute zählt dafür. Ich denke nicht, dass mehr Gewalt auf der Welt kommen wird. Ich denke nicht, dass die Ressourcen zu Ende gehen. Wir sind noch die Ressourcen, die Menschen. Und wir sind nicht dumm. Und wir können immer mehr andere Leute überzeugen, dass möglich ist, an das Beste zu glauben. Wie möchten wir miteinander umgehen? Warum gibt es Krieg noch auf Erde? Wer ist dafür verantwortlich? Wie viele Menschen sind dafür verantwortlich? Bestimmt die Soldaten nicht. Ja? Sie sind manipulierbar. Aber sie haben das nicht angefangen. Und denke ich mir, dass nicht so kompliziert ist, die Drehung zu schaffen, wenn die Mentalität der jungen Leute einen Anker hat, wie in diesem Projekt oder in tausenden anderen, die überall momentan zu sehen und erfahren sind, in alle verschiedenen Länder, damit wir die Welt schöpfen können, genau wie wir möchten. Und am liebsten ohne Hass gegen die, die böse Taten üben, jeden Tag. Und eine Freundin von mir hat so was Tolles gesagt. Sie hat gesagt, ich habe gesagt, ja, aber manche Leute kann ich wirklich nicht lieben, egal wie ich Mühe gebe. Sie sagt, ja, mögen musst du nicht, lieben reicht, ja, du liebst nur. Du brauchst die nicht mögen. Okay, das ist eine sehr schöne Antwort für mich. Dann geht's.